und wir befüllen unseren Hänger mit Weizen. Oh, ist das toll. Das sieht so schön aus, finde ich. Wie das da rausläuft. Da passt jede Menge rein, ne? Oh. Alter Schwede. Hört das auch mal auf? ...79%? Dein Ernst? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den Helfer einschalten. Aus dem einfachen Grund, weil dann bringe ich nämlich mal das Kram gerade weg. In unser Lager. Oder? Wie sehen die Preise aus? Das ist ja noch viel entscheidender. Da steigt gerade der Weizenpreis, aber der ist noch sehr gering. Also ich würde das ja erstmal zwischenlagern. Es ist zwar totes Kapital, aber wir warten mal ab. Wir haben ja noch 5000 Mäuse, haben wir ja noch. Und ein Tag kostet ja auch so ein bisschen was. Ich glaube 2000, 1000. Ich weiß es leider nicht mehr. Weil letztes Mal wurde nämlich irgendwas abgezogen und das war nicht gerade wenig. So, auskippen. Nee, Moment. Auskippen? Warum steht denn das da nicht? Ach doch, da war I. I wie, wofür steht denn das I? I wie, ist das wahr? Nee, keine Ahnung. Wer auf die Idee gekommen ist, auskippen auf I zu packen, wird es ja noch verstehen, wenn es auf K wie kippen ist, aber auf I? Ist klar. So, jetzt können wir quasi den Helfer erstmal wieder abschalten. Und wir fahren weiter. So. Das spart nämlich Geld, aber keine Zeit. Mann, der ist schon zu 28% gefüllt. Und dieses Feld haben wir, naja, ein Viertel, nee, ein Drittel haben wir es abgebaut. Was auch gut im Test geschrieben wurde, ist, dass natürlich wieder der Fokus auf diese ganzen Abläufe gelegt wurde. Und das finde ich echt gut, dass sie das auch wieder so beibehalten haben. Und es fühlt sich nicht so an. Also wenn ich hier ein paar Strecken fahre, fühlt sich das nicht so an, als ob jetzt, sagen wir mal, 10 Minuten rum sind. Wie wir hier über das Feld fahren. Beim LS11. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst den LS11 und den LS9. Also die alten Spiele quasi noch. Da kam mir das immer sehr langwierig vor. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil die Töne von den Motoren etwas merkwürdig waren, weil die überall gleich klangen. Das war natürlich immer ein bisschen ermüdend mit der Zeit. Und weil wahrscheinlich die Grafik noch nicht so ein Augenschmaus war wie jetzt. Weil hier siehst du ja richtig, wie das Weizen in diese Walze wandert und nach hinten läuft. Und hier hinten halt als, tja, als gedroschenes Kram wieder rauskommt. Also gehäckselt. Und das ist eben toll. Und hier vor allen Dingen dreht sich ja auch dieses Rädchen hier hinten. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ob das irgendwie die Belüftung ist? Oder die Antriebswelle für da vorne, dass man sieht, dass sich das Ding dreht? Ich habe keine Ahnung. Moment mal, ich könnte ja eigentlich auch noch mal, ich glaube Post, ne? Yeah.
Wenn schon, denn schon. Mit Blinkanlage. Aber auf dem Feld müssen wir das nicht unbedingt anhaben. Da wird man ja bescheuert. ...61% gefüllt. Das heißt, wir können, glaube ich, noch einmal hin und hinfahren. Ah, eben gerade gab es wieder so ein paar Frame-Einbrüche. Ich hoffe, das ruckelt nicht hinterher wieder. Aber es sind immer 5 FPS diesmal abstürzt, das geht eigentlich noch. Das ist jetzt nicht so rapide wie, das ist gleich 30 oder 40 FPS nach unten fällt. Das wird man vielleicht nicht ganz so stark merken. Ich glaube, wenn wir dieses Feld hier fertig haben, oder wenn wir jetzt diese Tour hier gefahren sind, wie sind die Preise gerade? 377, hier 394, also wenn ich das noch ein bisschen, wenn ich die Zeit noch ein bisschen vergehen lasse, dann wird das auf jeden Fall über die 300er Marke kommen. Und dann können wir richtig Geld machen. Aber vielleicht sollten wir doch mal was verkaufen fahren. Damit wir uns noch so ein paar Maschinchen kaufen können. Die Überlegung ist ja, ob wir uns nicht mal so ein paar Maschinen leisten, die... Wir müssen ja vor allen Dingen pflügen. Oh, Macke. Beim nächsten Durchgang müssen wir hier pflügen. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal einen Traktor fertig machen, der hier das Feld pflügt. Aber als Helfer. Oder ich fahre das. Also das werde ich, werde das, denke ich, mal so beibehalten, dass ich so einige Tätigkeiten im Hintergrund mache. Wenn ich gerade mal Zeit und Lust habe und dann andere Tätigkeiten euch wieder zeige. Weil wer will denn das sehen, wenn ich jetzt hier den ganzen Tag flüge? Vor allem dieses Feld ist ja jetzt nicht gerade klein. Da brauche ich ja wahrscheinlich, boah, wenn es eine halbe Stunde ist, wäre das schon schnell. Ich könnte mir vorstellen, naja, 45 Minuten könnte das dauern, das Feld hier zu flügen. Ich meine, mit dem Dreschen sind wir jetzt ja schon bei... Wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe, müssen das jetzt auch schon 15 Minuten mittlerweile sein. Wenn nicht sogar 20. Also die Zeit, die vergeht hier echt wie im Fluge. So, dann fahren wir da mal drunter. Und holen uns das Zeug ab. Ich könnte ja eigentlich mal gucken, wo ich das hinfahren kann. Wir können ja mal einen so einen Drescher wegfahren. Ich meine, wir haben ja 20.000 Liter in dem Bottich, also... So, jetzt müssen wir erstmal natürlich hier den Helfer wieder anstellen. Und wir fahren. So. Zu welchem fahren wir denn mal? Hier gibt es 392, hier gibt es 394. Ich glaube, wir fahren erstmal hier nach Goldcrest Pacific Grain. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so weit weg.
Wir fahren mal so, wie jetzt ein echter Bauer fahren würde. Wow. So jedenfalls nicht. Ah, jetzt habe ich die Blinker wieder gefunden. Ich habe nämlich gerade die Blinker irgendwie vermisst. So. Fahren wir mal unter dieser schönen, schönen Brücke drunter durch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da irgendwo Goldnuggets liegen. Also hier so bei der Brücke, wo der Zug drüber fährt. Da hinten bei der Farm. Bestimmt auch. Oah, ich hätte mal blinken können. Apropos blinken. Gibt's hier vielleicht ein Goldnugget? Ich meine, diese Hütte, die sieht so aus, als ob hier ein Goldnugget liegen könnte. Wenn man diese Goldnuggets sammelt, dann kriegt man auch... Dann sammelt man quasi auch wieder Errungenschaften. Ich weiß allerdings nicht, was das bringt, wenn man alle gefunden hat. Ach, die Fahne macht diesen Krach. Ich habe mich gerade schon gewundert, was sie so macht. Oh, hier eine Kiste, eine Tasche. Sportschoolbag. Hier, den nehme ich. Huch. Komm, lass uns Sport machen. Ich pack das da mal wieder hin. Was ist denn das? Eine Luftpumpe. Die braucht man auch immer im Garten. Warum die eine Luftpumpe draußen stehen haben, das ist mal dahingestellt. Hier vielleicht wegen dem Tretroller. Objekt zu schwer. Tretroller. Toller Tretroller, ne? Ist eigentlich mehr oder weniger ein Motorroller, aber hey. Was ist das eigentlich? Ist das Mais? Oder sind das... Ja, das ist Mais. Da könnte man auch eine Aufgabe machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme gesagt habe oder in der... Also die ihr gesehen habt oder in meiner Kranken. Also ich habe vor, diese Mission... Hier kann man nämlich Missionen machen. Ich will euch das mal eben zeigen. Bah, dann sollte auch da hochfahren. Kann ich das auskippen? I. So, wir bekommen Geld. Wuhu. Wie viel? 2500. So, ich lasse mal meinen Traktor da stehen. Wenn ich jetzt hier nämlich in dieses Feld laufe, deswegen sind auch überall diese I's, dann kann ich hier mir nämlich die Informationen angucken und ich könnte hier theoretisch dann auch das Feld kaufen. Das Feld kostet 258.390. Hier hätten wir eine Mission, die man in 34 Minuten schaffen müsse, also das ist auch nicht mal so eben geschafft, das Maisfeld abzuernten. Das sind 15.353, die wir bekommen würden. So, ich aber möchte das nicht machen, um den Spielspaß nicht zu verderben, weil ich möchte mir gerne die ganzen Maschinen kaufen und das selber bewirtschaften und nicht irgendwie auf fremden Feldern dann was abernten. Oh, das sieht ja stark aus hier. Und es plätschert hier auch so ein bisschen. Da hinten ist doch bestimmt ein Goldnugget. Wir gucken uns hier mal um, ob hier im Haus irgendwo was liegt. Mensch, was ist das hier für eine Leitung? Das hat man aber richtig fachmännisch da hochgelegt. Also normalerweise macht man das so beim Stromkabel, ne? Das legt man hier dann in so einem Kabelkanal lang, geht bis hier und dann geht's da hoch. Im Normalfall. Aber das ist ja hier einfach nur eine Flugleitung. Also ich als Informationselektroniker heiße das nicht gut. Was ist denn das hier? Ein Gummihammer. Was ich da wohl mitmachen kann, vielleicht eine Scheibe einschmeißen oder so. Hätte was. Hört sich nach Spaß an, irgendwas kaputt zu deppern. So. Ist hier vielleicht ein Goldnugget? Hier ist eine Kiste. Also ein Pappkarton. Bezeichne ich schon als Kiste. Aber sonst gibt es hier nichts. Der ist ja doof. Meiste Wett. Wir gucken uns jetzt mal um, ob da hinten an der Hütte vielleicht ein Goldnugget liegt. Weil irgendwo
müssen die ja sein. Boah, dieses Feld hier, ne? Das ist ein richtig langgezogenes. Sonst aber ganz schön klein. Da gibt es auf jeden Fall Bäume. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt, aber ich glaube eher nicht. Hallo Hütte. Was ist denn das? Einfach nur eine Petroleumlampe. Oh, wie schön. Oder hier eine Gasflasche. Vielleicht sollten wir jetzt mal eine Pistole auspacken und von der Ferne da drauf schießen. Mal sehen, ob es richtig explodiert. Mann, ich bring die Macher noch auf Ideen hier. Pass mal auf. GTA im Landwirtschaftssimulator. Das hätte doch mal was. Warte, ich laufe da mal zu Fuß hin. Es muss doch hier irgendwelche Goldnuggets geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dieses einfach so dahin geklatscht haben und dann haben die da kein Goldnugget hingelegt. Hier ist wirklich keins. Hier sind einfach nur ein paar Steine drauf. Hallo? Achso, guck dir das mal an. Da kannst du noch nicht mal reingucken. Naja, gut, die müssen ja das auch nicht zu 100% so machen. Ah, jetzt bin ich dran vorbei. Da ist er. Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Dieses Rohr da, ne? Also dieses da hinten. Dieser Ausgang von dem Abwasser. Oder was auch immer das darstellen soll. Erinnert mich so ein bisschen an Stardew Valley. Wo man da auch in diese Röhre gucken kann. Und dann hat das ja so ganz komische Töne von sich gegeben, wo die Kinder Angst gekriegt haben. Ach ja, Stardew Valley. Das wäre auch noch so ein Spiel, was ich vielleicht mal nach dem Landwirtschaftssimulator anfangen werde. Helfer A hat einen vollen Korntank. Oh, ich muss schnell nach Hause. Schade, dass ich hier noch keine Nitro-Einspritzung in dem Traktor habe. Dann würden wir jetzt dahin fliegen. Weil er so schnell ist. Das mit den Zügen, das interessiert mich auch. Aber ich glaube, wir brauchen dann noch so ein paar spezielle Sachen, damit das geht. Oder warte mal. Ich werde einfach mal gerade Google fragen. Vielleicht kannst du mir ja was erzählen. Oh nein, jetzt muss ich auch noch ins Feld fahren. Naja. Das macht man normalerweise nicht, aber hey, wir machen es einfach mal. Scheiß auf Realismus. So, mal gucken. Okay, Google. Im LS den Zug benutzen. Nicht MLS. Den... nochmal. Landwirtschaftssimulator 17 Zug benutzen. Tipp zu Ackerbau, Forstwirtschaft. Ja, mal gucken. Oh, Giga hat da was geschrieben. Einen schönen Bericht. Was, beantworten Sie eine Frage, um weiterzulesen? Wie häufig gehst du shoppen? In Klammern online oder offline. Lebensmittel ausgenommen. Was? Das beantworte ich nicht. Wobei die Fragen sind manchmal gut, um Let's Play zu füllen. So, ich glaube, ich bringe dieses Zeug nochmal weg. Ah, hier, guck mal. Wo müsste ich denn da eigentlich hin? Oh Gott, das ist ganz schön weit weg, ne? Gommes Ridge Ekres, das ist weit weg. In weit, weit weg ist das. Aber ich glaube, ich fahre da einfach mal hin. Weißt du, was haben wir schon zu verlieren? Nix! So, steht hier irgendwas mit Zug? Wir fahren einfach mal ganz kreuz und quer irgendwie. Aha, hier sind jetzt die ganzen Früchte. Man kann ja auch Papeln jetzt pflanzen. Also ich kann mir gut vorstellen, um einen Zug benutzen zu können, müssen wir so ein Fließband haben, was dann halt den Zug beladen kann. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen.
Mann, was ist das für ein mega langer Bericht? Ich scrolle hier schon seit fast einer Minute. Züge und Eisenbahn sind neue Transportmittel im LS17 und kosten euch bei Benutzung entsprechend Unterhaltsgebühren. Was? Die kosten sogar Unterhaltsgebühren? Ist irgendwie cool. Allerdings könnt ihr sie auch mit vielen Waren beladen und eure Waren über die ganze Karte transportieren. Über Kräne ladet ihr eure Güter auf die Eisenbahn. Ausnahme sind hier Tiere. Aha! Warte mal. Wie sieht denn das eigentlich aus? Das hier geht mit dem... Also ich möchte ja gern mal den Zug benutzen. Das hier bringt einfach zu wenig. Hier oben gibt es 507 und hier gibt es 459. Aber ich möchte gern mal den Zug benutzen. Momente mal. Ich glaube, das ist die komplett falsche Stelle, ne? Ach, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Wo ist denn der Bahnhof? Da stehen jedenfalls die Züge nicht. Die stehen irgendwo anders. Ich weiß allerdings nicht wo. Da müssen sie stehen. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Ich muss hier hoch zu der Farm hier. Und das muss ich in den Zug laden, in den linken quasi. Also mal drehen. Also ich möchte euch ja auch was bieten. Und dann müssen wir natürlich mal, boah, um den Busch fast rumgefahren. Aber jetzt hätte ich ihn umgebrettert. Ich möchte euch ja was bieten und deswegen möchte ich jetzt gerne mal den Zug beladen. Und bin gespannt, ob ich das hinkriege. Die Frage ist ja, ob ich das Kram, was ich hier jetzt drauf habe, aus diesem Anhänger laden muss. Also quasi irgendwo hinkippe. Ah, hier wären Schafe ansässig. Okay. Da ist der Kran. Ich muss hier zwischenfahren, wenn ich das richtig deute. Aber nur, wenn ich das richtig deute. Oder muss ich das hier irgendwo anders abladen? Das steht hier leider nicht, ne? Weil hier sind ja quasi die Rohre, worüber ich das da draufladen kann. Oder sind die zufällig mit meinem Bauernhof verbunden? Was ist denn das hier? Ah, hier kippe ich das ab. Okay. Das muss ja einmal gesagt werden, ne? So. Dann kippen wir das jetzt hier mal ab. So. Die Sache ist die, ich muss jetzt eigentlich schon wieder zurückfahren. Ach so. Wenn ich jetzt da drunter fahre, da kann ich dann quasi sehen, wie viel ich da... Na. Oh oh. Jetzt habe ich aber was hingekriegt. Sehr schön. Terra, du hast was hinbekommen. Ich drück einfach mal den Hänger nach hinten. Weißt du was? Ich steig mal in den Zug ein und werde jetzt einfach mal probieren, da irgendwie die Waren drauf zu laden. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie muss das ja gehen. So. Einmal in den Zug. Befüllung starten. Ah, gucke mal. Da sehe ich jetzt, was ich da so habe. Das ging mega schnell und der Zug ist eigentlich kaum befüllt. Also ich kann da ein paar Mal hin und her fahren, aber das ist irgendwie gerade mal echt interessant, das zu machen.
Ich müsste eigentlich einen größeren Hänger kaufen. Und so weit ist das auch gar nicht weg von meiner Farm, ne? Ich glaube, der ist schon wieder voll. Wie es aussieht. Nee, er fährt noch. Aber der könnte gleich voll sein. Ich wünschte, es gäbe mehr Karten mit Zügen. Dass es vor allen Dingen auch so eine etwas größere Karte ist. Wahrscheinlich hat die Community schon längst irgendwie eine Karte rausgebracht mit noch mehr Zügen. Oder mit, zumindest mit einem Zug, der einmal quer über die Karte fährt. Sowas fände ich echt genial. So. Apropos befüllen. Was kostet ein neuer Hänger? Das ist ja noch viel interessanter. Kipper. Es geht eigentlich, ne? Also, die... Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir hier gleich den nehmen, weil der ist ja nicht wirklich viel größer. Der hier wäre interessanter mit 15.000 Litern. Aber der kostet natürlich auch eine Menge, ne? 19.000? Geht aber noch. Und hier hinten sind natürlich die ganz, ganz großen Oschis. Aber da brauchen wir erstmal den Mähdrescher für.